Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Syndicate, einer neuen Folge. Und wir haben ja mittlerweile schon einige Spielstunden hingelegt. Finde ich toll, dass du wieder eingeschaltet hast hier, um mit mir einen Todessprung zu machen. Zack! Ja, und wie schon angesprochen in der letzten Folge, wir haben ja jetzt viele neue Missionen. Werde ich mich jetzt Charles Dickens widmen und der befindet sich da vorne in der Gegend. Das ist da ganz um die Ecke eigentlich. Deswegen markieren wir das erstmal. Sprungfeder Jack heißt die nächste Mission, die heute anstehen wird. Ja, und Charles Dickens, den guten alten Schriftsteller, kennen wir ja, habe ich ja schon mehrmals auch erwähnt. Oliver Twist und so. Und so richtig wollte ich die Mission immer schon machen, aber die stand irgendwie immer an und dann hat man es doch nicht gemacht und pipapo. Und damit die nicht irgendwann verfällt nachher, habe ich gedacht, hey, dieser Herr Dickens, der interessiert mich ja schon, was der uns so zu erzählen hat mit seinen ganzen Geschichten. Und deswegen radel ich jetzt mal darüber, beziehungsweise gehe rüber. Ein Fahrrad gibt es zwar im Spiel, aber ich glaube, das kann man nicht benutzen. Haben wir ja gesehen, so ein lustiges Fahrrad. So, und da bin ich mal gespannt. Der ist immer da, wo das Bier ist, wo der Ale ist. Und wir schauen mal rein bei Sprungfeder Jack. Finden Sie ihn und halten ihn auf. In London. Schönes London. Der Big Ben ist immer cool, aber ich hätte mir noch andere Bilder gern gewünscht im Zeitraffer. Es wäre auch nicht schlecht gewesen. Doch jetzt zu Charles Dickens. Die Aura des Todes. Umgibt euch beide. Haltet euch fern von mir. Leider sind heute der Dummheit keinerlei Grenzen mehr gesetzt. Ach, ich habe letztes Mal nicht nach Ihrem Namen gefragt. Ich bin Evie Fry und das mein Bruder Jacob. Sagen Sie, glauben Sie an Gespenster? Nicht wirklich, nein. Ja. Ich selbst bin auch eher skeptisch. Wir leben hier in einer der modernsten Städte der Welt. Und dennoch sind Ihre Einwohner dem Übersinnlichen so hörig, dass sie Scharlatanen Tür und Tor öffnen. Und deshalb trat ich dem Ghost Club bei. Der ersten Gesellschaft in der Welt, die dieses Phänomen systematisch untersuchen möchte. Denn die Wahrheit, wie ein Gespenst, muss erst bedrängt werden, bevor sie sich offenbart. Schließen Sie sich uns an? Das klingt absolut lächerlich. Warum nicht? Das klingt faszinierend. Prächtig. Hier ist Ihr erster Fall. Geister? Es gibt beunruhigende Berichte von mehreren Übergriffen in Lambeth. Die Menschen erzählen von Angriffen eines uralten Dämons. Sprungfeder Jack. Dieser Teufel liegt sicher auch gerade jetzt auf der Lauer. Sie müssen ihn ausfindig machen. Nun gut, dann machen wir ihn mal auswendig, den Sprungfeder Jack. Ja, Geister nannte man damals natürlich auch eine ganz große Sache, weil man gerade im Begriff war, alles zu erforschen, die Moderne so richtig auf den Grund zu gehen. Ein Großzeitalter für die Wissenschaft. Auch durch Menschenversuche, wie wir ja schon angesprochen hatten. Das war ja nicht unbedingt so prickelnd, was die Ärzte da alles gemacht haben. Aber nichtsdestotrotz müssen wir jetzt mal hier weitermachen. Und den Geist aufspüren. Und da will ich mal ein bisschen hier um Sprungfeder Jack und so hier. Wupp, wupp, wupp. Sprungfeder Jack muss hier irgendwo sein. Potenzielles Opfer muss hier auch sein. Okkultismus und so, wie schon angesprochen, auch eine ganz große Nummer. Und es ist ja auch klar, wenn man plötzlich ganz viel erforscht und ganz viel Wissen aufnimmt, dass man sich dann halt natürlich auch fragt, hey, vielleicht gibt es ja auch Geister, dass man plötzlich so in ganz viele neue Bereiche vordringen will. Und deswegen hatte sowas natürlich auch großen Anklang. Auch Rassenkunde in dieser Zeit ein ganz großes Thema gewesen. Und so weiter. So, ich glaube, sie hat einen Geist gesehen, die Lady. Es war grauenhaft. Glühende Augen, große Klauen. Und dieses Lachen. Zum Glück kamen ein paar Passanten und verjagten ihn. Jemand muss etwas unternehmen, bevor er erneut zuschlägt. Ein weiteres potenzielles Opfer aufspüren. Und ob das jetzt ein Geist ist natürlich, ob wir jetzt hier die Ghostbusters sind. Oder
Ob es sich dabei vielleicht nur um einen Trick handelt, das werden wir wahrscheinlich jetzt noch herausfinden. Ja, aber auch diese ganzen Geisterbeschwörungsnummern mit dem Witchboard oder was auch immer, wie man das nennen will. Habt ihr das schon mal gemacht? Ich hab das schon mal gemacht. Oh. Sollen das Opfer verteidigen? Das ist ziemlich weit weg. Da ist er. Das ist echt eine Bestie. Da ist er. Okay, durchbrechen wir die Verteidigung. Ich glaube, der hat nur eine Maske auf, der Kauz. Er kriegt jetzt auf den Senkel. Level 6 Senkel. Ah, da hängt er fest. Komm her. Nein, Kleiner, du hörst dich doch sehr menschlich an. So einfach ist es nicht. Fuck. Bisschen Rumpelstilzchen-Style, ne? Gut, dass keiner weiß, dass ich Sprungfeder Jack heiße. Sprungfeder Jacks Spuren untersuchen. Inspizieren. Jetzt habe ich dich. Ziemlich menschliche Fußspuren. Vielleicht ein Verrückter? Sprungfeder Jack vielleicht auch wirklich gab, könnte ich mir auch vorstellen. In dem Spiel ist alles möglich. Warte mal. Die Spuren führen da rein. Da vorne ist es. Da ist noch ein Kratzer oder so. Clownspuren an den Wänden. Er ist also nach hier oben. Coole Mission, die Charles Dickens Geschichten. Ha, das finde ich klasse. Also Nebenmissionen sind hier wirklich reichlich vorhanden. Ich finde es ein echt cooles Spiel, auch jetzt nach den vielen Spielstunden. Macht es mir immer noch mega Spaß. Ah, da hätte man den Glitch natürlich mitnehmen können, aber ganz ehrlich. Wo ist denn die nächste Spur? Da vorne. Das habe ich jetzt mal übersehen und beiseite gelassen. So, hier geht's auf jeden Fall hier lang. Und da geht's weiter nach oben. Und da ist er. Der ist er auf jeden Fall. Und er wird sich wundern, was wir hier machen. Hallöchen, Kleiner. Zack. Oh. Es war doch nicht Sprungfeder Jack. Es war jemand anders. Den wollte ich vielleicht gar nicht töten, aber ich habe ihn dann noch um die Ecke gebracht. Hä? Wo sind denn jetzt hier weitere Spuren? Ich muss die erst untersuchen. Hier seine. Ach ja, muss ich erst mal. Jetzt habe ich dich. Ah, und dann tauchen weitere auf. Alles klar. Wir finden dich schon noch, Sprungfeder. Irgendwo versteckt in London. Hier sind weitere normale Feinde. Erst aber hier lang. Und vielleicht in diese schöne Taverne. Oder nach oben wieder. Nach oben. Ja, also für sowas ist der Greifhaken natürlich schon Gold wert, ganz klar. Hallo? Hat's wieder gehakelt hier. Steuerung und so. Unverschämtheit. Ein abgelegenes Lagerhaus. Viele Wachen. Ein maskierter Irrer im Innern. So lässt es sich leben. Oh, ein Kultisten mit Dynamit töten. Also Kultisten sind das. Den Geheimeingang finden. Mit Adlerauge. Da geht auf jeden Fall eine Leiter runter. So viel ist mal sicher. Schwingen wir doch mal unseren Poppes hier rüber. Kurz. Sie haben uns zum Glück nicht gesehen. Es hätte aber auch anders ausgehen können. Da ist der geheime Eingang, würde ich sagen. Jetzt schnell hier runter. Schön. Alle ausgemacht und die sollen wir jetzt umnieten. Hallöchen! Freut ihr euch? Ich bin's! Nicht deine Mama! Vor der Kimme? Ach ja, Kimme und Korn. Den Kimme auch noch was anderes. Komm schon her, du Luder!
mit dir fertig bin. Er versucht zu fliehen. Ziggedi. Ziggedi Zaggedi. Wir wissen, dass du uns den Spaß verderbst. Ja. Der Abschaum von London ist nicht besser als Tiere. Und so wird er auch behandelt. Wir lassen uns von Jack inspirieren. Der weiß, wie man die niederen Klassen behandelt. Haben ihn gut erwischt, Sprungfeder. Aber ich kann nichts sehen bei dem ganzen Gedämpfen hier. So, Sprungfeder, das war's mit dir. Kurzer Prozess. So erledigt man den Typ. Tada. Oh, ich hätte einen Kultist mit Dynamit töten sollen. Habe ich verpeilt, fand die Mission aber extrem cool, weil sie immer wieder was anderes war. Also, nice Erinnerung hier, Charles Dickens Erinnerung. Ist das vielleicht auch eine Schrift von Charles Dickens? Vielleicht hat er sich dadurch irgendwas inspirieren lassen. Ich komme gerade nicht drauf, was Sprungfeder Jack war oder wer er ist. Aber wir haben auf jeden Fall 9 verfügbare Fähigkeiten jetzt am Start wieder. Und die Mission lief doch mal ausnahmsweise recht bravourös. Schauen wir mal kurz rein in die Fähigkeiten und gucken mal, was wir hier noch skillen könnten, theoretisch. Adrenalin, ja, das brauchen wir. Adrenalin ist immer gut im Kampf. Und dann haben wir aber noch Verstümmeln 2. So, da brauchen wir auch. Ach, geht's richtig rund hier. Warten wir noch, sparen wir uns die Punkte auf, ganz klar. Und jetzt schauen wir nochmal kurz auf die Karte. Und guck mal, was wir hier denn noch, vielleicht können wir ja direkt noch so eine kleine Karl-Marx-Missionchen hier dranlegen. Oder wir hängen noch mal ganz kurz hier eine Kopfgeldjagd. Jess Butler? Ja, das Gangquartier zu übernehmen ist immer ganz gut eigentlich. Nebenbei, ich weiß, wollte ich jetzt nicht so viele Sachen machen, aber so am Ende von einer Mission, wenn man eh schon eine Mission erledigt hat, dann können wir das jetzt gerade auch noch mal mitnehmen. Komm, räumen wir das Gebiet mal ein bisschen aus. Weil es so für Charles Dickens diesen Job erledigt haben. Und er wird uns wahrscheinlich auch noch weitere geben. Ah, jetzt bin ich wieder einfach reingerannt. Das geht nicht. Kriegen wir hin. Kriegen wir locker hin sogar. So, die nehmen wir alle einfach hoch. Rückenmassage auf die sarazenische Art. Sarazar hat übrigens nichts mit Sarazen zu tun. Nur mal zur Info. Ja, die gab es ja auch. Oh, die Gefangenen wuchs mit rein. Da habe ich natürlich ja, war ein bisschen verschusselt. Zack. Egal, man gönnt sich doch sonst nichts. Ist aber auch nur so ein solides Zweierquest. Habt ihr ihn gesehen? Ziggedi! So, wo ist er? Wo ist er, der Boss? Was soll der Boss sein? Schade, dass man jetzt keinen Greifhaken aktivieren kann. Also im Lauf geht das nicht, man muss da schon stehen für. Also nicht so flott wie ein Batman zum Beispiel. Okay, ich glaube, das wäre es gewesen. Nochmal schnell mitgenommen. Ach, scheiß drauf. Und weiter geht's direkt hier. Was haben wir noch? Die angrenzenden Gebiete werden langsam immer freier. Wir übernehmen hier auf jeden Fall mehr. Ich weiß gar nicht, ob es auch geht, dass Gebiete zurückerobert werden können. Kinder befragen. Mach ich am ungernsten. Hahaha. Templerjagd ist ja auch noch eine. Kann man echt noch ewig viel machen. In Lambis stehen jetzt aber so gut wie alle Sachen zur Verfügung. Also sollten wir das vielleicht wirklich nochmal forcieren, dass wir diese Region auch einnehmen. Da vorne werden nochmal eine Templerjagd. Die Fletchers und hier Jesse Butler. Und hier noch eine Kinderbefragung, wie gesagt. Und dann haben wir hier noch eine Mission. Aber ich würde sagen, Lambis forcieren wir nochmal, dass wir diese Gegend übernehmen. Weil hier sind die Missionen ja noch recht leicht gesägt. 24 Raben in einer Pastete. Oh, wir haben jetzt schon Probleme. Ist man direkt zur Mission sozusagen geswitcht. Alter, darauf war ich nicht vorbereitet. Scheiße, ich brauche dringend eine Kutsche. Der haut ab. Eine am besten, die in unsere Richtung gelehnt ist. 70 Meter. Die Polizei hat hoffentlich davon nichts gesehen. Okay, jetzt schnell auf die Kutsche drauf. Komm. Kommt schon, Leute. Ich will die Kutsche klauen. Jetzt aber, zeige die. Das ging ja flott.
Er hat schon weit, weit weg, aber wir holen den. Mit der Rennkutsche kriegen wir den noch. Nein, ich glaube, er ist weg. Er ist mir entkommen, leider. Machen wir jetzt die Scheiße hier. So. Scheiße, reg mich auf. Ich habe ihn verpasst. Das ging zu flott. Wäre sicherlich vom Vorteil gewesen, hätten wir ihn bekommen. Aber das war jetzt auch völlig utopisch. War jetzt auch nicht leicht, weil ich keine Kutsche zur Hand hatte. Ich konnte gerade irgendwie nicht auf ihn draufhauen. So, hier sollen wir wieder die Kids befreien. Im ganzen Gebiet gibt es reichlich. Wir können uns aber auch Gehilfen holen. Komm, das machen wir auch. Wir räumen hier mit der Gang auf, ey. Warum knüpfen wir uns nicht an paar Leiters vor? Komm, Freunde. Jetzt wird ausgeteilt. Aua. Los. Steh auf, geh runter. Lass dich von mir töten, du Arsch. Ja, ich mache die Mission jetzt eher im Schnelldurchlauf, weil man das ja alles schon in kurz und klein gesehen hatte und das jetzt auch echt nichts Neues mehr ist. Sollen wir deswegen jetzt einfach mal hier reinmarschieren? Oh, ich habe keine Medizin mehr, sehe ich gerade. Ich sollte ein bisschen darauf achten, dass ich da noch ein bisschen besser umgehe. So, aber das kriegen wir auch so noch hin irgendwie. Zack. Oh yeah. Wer schießt denn da? Ich will doch nicht die Leiche aufheben, mein Gott. Um Gottes Willen, was soll ich denn mit dem? So, da sind die Kids, die wir befreien sollen. Hier, Kid Nummer, Bande Nummer 1. Zack. Lass diese Kinder in Ruhe. Ah, ich will die nicht tragen. Ich will die Kinder befreien. Ah. Komm schon her. Ich muss anonym werden, deswegen geht das nicht. Hi. Doch hier. Ja, hi. Freut mich. Du willst auch noch auf die Nase. Kannst du haben, dann komm her, Mann. Zack. So, ich hoffe, jetzt haben wir alle erledigt. Ne, immer noch nicht alle erledigt, aber fast alle. Es sind immer noch zwei Stück. Dann hole ich mir jetzt die Drecksäcke. Ja, dadurch das Ding wird er mich erschießen, oder was? Komm her, du bist dran. My Lady, es tut mir leid, aber sie müssen leider das virtuelle Zeitliche segnen. Oh, das war ein knapper Schuss. Für wen hältst du dich? Für wen hältst du dich denn, bitteschön? So, kann ich jetzt hier die Kids befreien, endlich? Es wird Zeit. Ich will nur helfen. Ich will nur helfen, also. Vielen Dank. Aber gerne doch. Wir stehen zu unserem Wort. So, hier unten sind auch noch Kids, die wir befreien können. Ah, das gibt's doch nicht. Wenn man direkt nebeneinander steht, aktiviert er dann die Leiche. So. Wir sind gar nicht so übel, Mister. Ja, ja, eigentlich sind wir ganz nett. Oh, ich sollte mal echt die Leichen hier plündern auch. Weil wir brauchen Medizin. Und die haben wir bekommen. Schön. Hat es dann vielleicht doch gelohnt, als ich den nochmal aufgehoben habe. Vielleicht war das so ein Erinner mich quasi. Es wird alles gut. Hat Clara sie geschickt, Mister? Ist sie nicht wunderbar? Ja. Wir haben ungefähr 20 Leute sind gestorben, damit 6 Kinder befreit werden können. Lohnt sich. Die Rechnung geht auf jeden Fall auf. Oh, cool. Flickwerkumhang. Haben wir was Schönes Neues errungen dafür, dass wir es mal eben schnell gemacht haben. Naja, haben wir ein bisschen durchgerusht diese Folge und die ist jetzt auch was kürzer mit der Geisterstunde, aber dafür auch ein bisschen amüsanter. Ich muss jetzt eine kleine Sessionpause machen und in der nächsten Folge geht es dann weiter, auch mit anderen coolen, spektakulären Dingen. Bis dahin.